Dieses Haus bereut die Entscheidung der Bundesregierung, im Falle Jan Böhmermann der Staatsanwaltschaft die Ermächtigung zur Strafverfolgung zu erteilen und somit dem Strafverlangen der türkischen Regierung gegen diesen stattzugeben zu geben. Sehr geehrte Damen und Herren, was wir von der Regierung hier eigentlich bereuen, ist eine politische Entscheidung, die in diesem Paragrafen zugelassen wurde und die aus unserer Sicht von der Bundesregierung falsch getroffen wurde. Diese politische Entscheidung ist uns nur hingefallen, auf die wir im Weiteren eingehen werden. Die Punkte, die wir bringen werden, ist die Kritik an Institutionen, die Wichtigkeit dieser Kritik, warum das mit den Grundwerten der Bundesregierung zu tun hat, was die Alternativszenarien bzw. ein Ausblick auf die Zukunft wäre. Beim BYU geht es ja gerade darum, warum es zunächst an welchem Zeitpunkt der Entscheidung eine falsche Entscheidung, warum es jetzt eine falsche Entscheidung ist, so wie es derzeit aussieht, mit den Komplikationen, die es jetzt im öffentlichen Diskurs im Sinne von Redefreiheit und Meinungsfreiheit gerade angesichts der Grundwerte, für die auch Deutschland steht, gibt und warum das für die Zukunft eine schlechte Entscheidung wäre. Wir sind also der Ansicht, es handelt sich hier um eine politische Entscheidung, die ist in diesem Paragraph 103 des Strafgesetzbuchs auch ganz eindeutig vorgesehen. Wir finden die Entscheidung, die die Bundesregierung hier gefällt, im Wesentlichen eine zwischen einem politischen Deal, nämlich mit Erdogan, im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise, im konkreten Kontext, aber auch ein bisschen im Appeasement gegenüber der Türkei und gegenüber dem türkischen Regierungschef. Und die Abwägung, die sie da getroffen hat, wogegen sie sich entschieden hat, ist damit das Eintreten für deutsche Grundwerte und insbesondere natürlich für die Meinungsfreiheit, die einer der höchsten Grundwerte der Bundesrepublik ist und für einen der höchsten Grundwerte, für den wir in Europa stehen. Die Bundesregierung trifft aus unserer Sicht, dass eine Entscheidung bereuenswert ist. Sie lässt dann die Staatsanwaltschaft anklagen, das ist natürlich, das bestreiten wir gar nicht, das Verfahren dann, darum geht es uns nicht, das ist ein rechtsstaatliches Verfahren, uns geht es um falsche politische Entscheidung, besser wäre gewesen, der Staatsanwaltschaft Ermittlungen nicht zu erlauben, es nicht zu erlauben, hier ein Verfahren beginnen zu lassen. Daher, warum ist denn die Kritik an einer solchen Institution eigentlich wichtig? Dazu müssen wir zunächst einmal, danke, warum sie noch nicht, dazu müssen wir zunächst einmal das Problem verstehen. Das Problem ist sozusagen zweierlei. Auf der einen Seite haben wir mal einen eigentlich konsensual ist obsolet betrachteten Paragraphen, nämlich 103 des Strafgesetzbuches, der aus dem, ich denke, 19. Jahrhundert stammt, eigentlich Majestätsbeleidigung unter Strafe gestellt hat, also keine zeitgemäßen Dinge mehr. Es herrscht auch gerade jetzt in dieser Jan-Böhmermann-Debatte ein breiter politischer Konsens in Deutschland und eigentlich in der westlichen Welt, dass dieser Paragraph abgeschafft werden sollte. Möglichst bald, wahrscheinlich wird es in etwa 2 Monaten auch so geschehen, in einem Augenblick. Und wir denken, dass auch angesichts dessen, dass dieser Paragraph in der Vergangenheit eigentlich kaum angewandt wurde, dass er eben ein eigentlich obsoleter Paragraph ist. Und offensichtlich gibt es die politische Mehrheit da auch recht, bitte. Die türkische Opposition kämpft für ein System, wo Justiz und Regierung unabhängig voneinander sind. Was ihr hier gerade macht, ist, dass selbst in Deutschland wir uns nicht trauen, dem Rechtsstaat zu vertrauen, sondern dass wir Merkel das Ganze für den Satiriker wegmachen lassen müssen. Wie? Entschuldigung, in dem Paragraphen ist die politische Entscheidung vorgesehen. Der Paragraph sieht vor, dass die Bundesregierung eine politische Entscheidung treffen kann. Das ist ein rechtsstaatliches Verfahren, das in diesem Paragraphen so ist. Wir stimmen im Übrigen, wie gesagt, zu, dass dieser Paragraph obsolet ist, daher wollen wir ihn auch abschaffen. Aber die Art und Weise, in der die Bundesregierung aufgrund des Paragraphen, die Formulierung in diesem Paragraphen eine Entscheidung trifft, ist rechtsstaatlich angesichts dessen, dass der Paragraph Teil eines rechtsstaatlichen Rechtssystems ist und Teil eines Gesetzbuches, das in einem solchen Rechtssystem erlassen wurde, angewandt wurde. Aber ja, wir sind froh, dass wir uns in gewisser Weise zustimmen, dass dieser Paragraph eigentlich abgeschafft werden sollte. Denn was ist denn der zweite Teil dieses Problems? Der zweite Teil ist, dass hier eigentlich ein relativ fauler Deal mit der Türkei in der Flüchtlingssache aufrechterhalten werden sollte. Wir glauben, insbesondere angesichts dessen, wenn Sie sich erinnern, in den Debatten, wo auch Martin Schulz, der auch ein wichtiger deutscher Politiker, teilgenommen hat zur letzten Europawahl, sehr scharfe Töne gegen die Türkei angeschlagen wurden, auch von deutscher Seite, auch von Seiten der EU eben, insbesondere deswegen, weil wir wissen, dass Erdogan Meinungsfreiheit in seinem eigenen Land schafft, folgt, weil es hunderte Verfahren gegen Journalisten gibt, die irgendwelche Arten von Schmähungen Erdogans betrieben haben. Und genau das kritisieren wir als Europa, genau das kritisieren wir von der Warte unserer Grundwerte. Und wir glauben, insbesondere im Licht dieses Deals mit der Flüchtlingskrise jetzt, dass es eine absolut bereuenswerte und falsche Entscheidung der Bundesregierung war, hier in diese Richtung zu gehen. Daher wieder
Warum ist Kritik an einer Institution nicht nur berechtigt, sondern wichtig? Erdogan wurde als Präsident der Türkei kritisiert. Es ging bei diesem Ganzen, Böhmer hatte vor dem Vortrag des Schweden, die ist auch auf den Paragraphen explizit hingewiesen, dass es ging ja um die Kritisierbarkeit in einem rechtsstaatlichen System. Und Erdogan als Präsident ist also auch als Institution kritisiert worden, insbesondere in Anbetracht dessen, dass die türkische Führung unter Erdogan Journalisten verfolgt, die es sozusagen wagen, diese Institution, diesen Präsidenten zu kritisieren, die Gegner dieser Regierung mundtot zu machen. Gerade deswegen finde ich es insbesondere wichtig, dem nicht auch noch nachzugeben, dem nicht auch noch in Europa, in Deutschland, dass sie Beifall zu klatschen, hier durch eine falsche politische Entscheidung, das noch dazu aus falschen Gründen. Kritik ist also wichtig, nur durch Kritik kann man auch Selbstreflexion üben und vor allen Dingen geht es hier auch um die Meinungsfreiheit, die eben zu den Grundwerten in Deutschland, zu den Grundwerten in Europa gehört. Wenn eine Person in der Öffentlichkeit steht, wenn eine Person eine Institution repräsentiert, dann muss sie mit Kritik auch umgehen können, muss sie mit Humor umgehen können und natürlich kann man dann durchaus eigentlich als Institution oder Person in dieser Institution selbst auch etwas reflektieren, inwieweit diese Kritik vielleicht gerechtfertigt wäre. Das können Sie jetzt natürlich so und so sehen. Ich denke, einige Leute würden es das mal betrachten, andere vielleicht als Beleidigung. Punkt ist, es ist Meinungsfreiheit. Damit zur Aussicht auf die Zukunft. Was wäre denn passiert, wenn sich die Bundesregierung also anders entschieden hätte? Nicht so, wie sie sich jetzt entschieden hat. Denn was jetzt passieren wird, ist, dass wir wahrscheinlich diesen flauen Flüchtlingsdeal mit der Türkei aufrechterhalten und dafür unnötigerweise, wie wir meinen, dann gleich auf unser Alternativszenario dazu, unnötigerweise, wie wir meinen, also unsere Meinungsfreiheit an dem Pranger stellen, einfach hergeben für den türkischen Regierungschef. Wir glauben, was im Alternativszenario passiert wäre, ist, dass die Türkei dennoch auf diesen Flüchtlingsdeal eingegangen wäre, egal dass wir davon jetzt moralisch halten mögen. Denn da fließt eben viel Geld, da geht es auch um rationales Handeln. Wir glauben, dass Präsident Erdogan und die türkische Regierung durchaus rational genug gewesen wäre, nicht einen Deal, in dem sehr viel Geld fließt, einfach nur herzugeben, weil Präsident Erdogan sich jetzt einen von hunderten Verfahren beleidigt fühlt und weil die deutsche Bundesregierung sich weigert, in dieses 101. Verfahren auf deutschem Boden gegen deutsche Grundwerte auch noch zu gönnen. Wir glauben, das ist sehr schlecht und daher wollen wir diese Entscheidung aus der Sicht der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft.